Zuerst die Eiweiß und die Eigelb trennen. Dann mit dem Schneebesen die zwei Eiweiße zu Schnee schlagen. Danach in einer großen Schale die zwei Eigelb mit einem Suppenlöffel voll Zucker zusammenmischen. Dann 4 Suppenlöffel Mehl in die große Schale beifügen. 1, 2, 3, 4. Milliliter Milch mit dem Messbecher messen. Und mit dem Mehl mischen. Dazu noch ein halbes Paket Vanillezucker hinzufügen. Also nur die Hälfte. Zum Schluss die zwei Eiweiße hinzufügen. Danach die Butter auf geringer Hitze erhitzen. Den Teig in die Pfanne geben. Den Teig auf beiden Seiten bräunen lassen und mit zwei Spachteln in kleine Stückchen aufteilen. Wenn alles schön braun geworden ist, in einen Teller geben. Mit Staubzucker bestreuen. Und mit Apfelkompott genießen. Nach dem Essen das Geschirr spülen. Trocknen.
und verräumen. Schlussendlich den Tisch sauber machen. Den Teig in die Pfanne geben.